herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Tag. Und noch jemanden. Hallo. Ja, der Jürgen. Ja. Der Bauhofspezialist ist auch da. So. Brauchen wir hier nicht. Kein Bauhofspezialist, tut mir leid. Nee, Bauhofspezialist brauchen wir nicht. So, ich werde mich hier ein Flugspezialist. Ja, du machst. Bin ich jetzt im Seedmaster? Ja. Ich werde hier mal ein bisschen Saatgut produzieren, so wie wir es letztes Mal gesagt hatten. Oh. Ihr pflügt bzw. tiefenlockert unsere Felder. Und ich kalk dann. Okay, das ist schon mal ein guter Plan. Ist die Frage, haben wir einen Kalkstreuer? Nee. Haben wir einen Düngerstreuer? Nur den kleinen. Kacke. Jupp. Und eigentlich brauche ich für meinen Traktor noch GPS. Genau, das haben wir natürlich, nehme ich jetzt auch drauf. Hat der sich ja Tigerfarm gewünscht. I need it. For good Bahnen. So, ich guck mal, dass ich hier voll das, die Saatgutbeize hier drauf mache. Und dann haben wir hier, denke ich, sehr viel WSX Feld 2. Ja. Ist hier nicht? Nein, das ist Feld 4. Du. Das ist Feld 4, wenn du auf die Karte guckst. Ja, wurde mir nicht gesagt, wo. Doch. Ja, das hat Maruna gerade vor 5 Minuten gesagt. Echt? Lull. Ja, echt, lull. Alter, wie der mich anlügt. Ich hab echt nicht zugehört dann. Ja, das glaube ich dir eher. So, Tigerfarm hat... Red ruhig. Na, du hattest noch behauptet, dass man... warte mal, Förderband anschalten, B. So. Dass man die Saatgutproduktion nur mit Weizen machen kann. Ich habe gesagt, das geht auch mit Gerste. Jetzt gucken wir mal. Steht zumindest so dran. Genau wissen weiß ich es nicht. Ich guck mal gerade, was hier passiert. Aber eigentlich, wenn Weizen dran steht, dann geht eigentlich nur Weizen rein. Meiner Meinung. Gerste geht. Okay, dann steht es wohl nicht dran. Nope. So, aber warte mal, kann ich hier irgendwie... Nee, der hat nur... Der hat leider nur die normale Abkippfunktion. Kein, Haben wir jetzt eigentlich eine Sämaschine? Hatten wir nicht deshalb das Geld gespart? Jetzt haben wir es für einen neuen Traktor ausgegeben. Das war's jetzt mal wieder komplett. Ja, da müssen wir leihen. Mal wieder. Ja, Leiter. Aber so ist es halt, wenn man erst einen Betrieb anfängt. Jo. Mhm. So, da geht noch ein bisschen was rein an Gerste. Vielleicht können wir auch... Kredit haben wir noch 75.000. Okay. Vielleicht können wir auch die Gerste noch verkaufen. Mindestens 75.000 Kredit. Gerste habe ich jetzt noch 30.000 drin. Lass es doch für Saatgut. Soll ich alles lassen? Warte mal, was haben wir nicht da noch irgendwas rumliegen? Ah, nee, oder den Raps. Wie viel braucht das denn? Dann kann ich dir gleich sagen. Den Raps hat man komplett ins Ding eingelagert. In die Dieselproduktion. Steht leider nicht. Ah doch, hier, warte. 4.000, 11.000. Gerste ist jetzt im Moment drin. Wie viel verbraucht das? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Da passt noch ein Haufen rein. Dann lass es jetzt erstmal so. Und verkauf die Gerste nicht. Also ich weiß, dass ziemlich viel Saatgut rauskommt.
Ich habe das ja schon mal im Livestream gemacht. Von dem her müsste das schon passen. Ich schmeiß den Dinger jetzt mal an. Produzieren ein paar Big Packs. Und dann, Jo, gute Idee. Ich wollte mich eigentlich als Admin anmelden, aber es geht nicht. Okay. Und dann gucken wir einfach mal, wie viel Saatgut da jetzt rauskommen, wie viele Big Packs. Ein Beize-Dingen haben wir auch noch. Haben nicht alle reingemacht. Scheiße. Jo. Jetzt habe ich zu viel Weizen-Gerste drin. Wie viel? Ein bisschen zu viel. Jetzt muss ich doch die Beize voll reinhauen. Oh, Alter. Schwede. Tja. Ich dachte, es reicht. Es passt. Und dann? Falsch gedacht. So, wir haben gar keine Musik. Fällt mir gerade auf. Ich habe Musik laufen. Und ich müsste hier mal... Ne, laut das nicht. Racex, bist du stumm? Konzentriert beim. Dann red doch. So. Das beiße noch rein. Mach das. Hoffentlich reicht's. Reicht bestimmt. Passt. Gut, aber dann mache ich hier... Ne, warte, ich muss erst den Gato wegfahren, weil hier auf der Seite ist die Produktionsausgabe. Gut, dann... Ja, geh weg. Ich höre schönes Popradio. So, Seedmaster anschalten, B, Motor starten, Enter. 2 Minuten dauert. B. Okay, produziert. Müssten 20.000 Saatgut rauskommen. Das wäre dann. Kannst du so kalkulieren oder was? Hä? Kannst du es so kalkulieren? Es sind 20.000 drin und ich meine, dass es so ist, dass dann auch dies, das als Saatgut rauskommt. Okay. So, hatten wir schon Käseproduktion hier auf der neuen Version? Nee, gell? Yep. Auf der neuen nicht. Nee. Schade. In der neuen Version hat das jetzt auch, kann man da endlich hinspringen. Ja. Das kleine Wasserfass steht noch unten in der Garage, glaube ich. Jo. Ups. Also 2 Minuten dauert es, bis ein Big Pack fertig ist. Okay. Das ist so ein LSF Big Pack, ne? Ja. Habe ich mir schon gedacht. Ja, ist voll gut. Wir haben nämlich 2000 anstatt 1000. Mhm. Und sind günstig, kosten glaube ich gleiche, gell? Nö, sind günstiger. Günstiger. Ja. Ein Saatgut kostet, glaube ich, 900. Also ein normales mit 1000 Litern und LSFM kostet 2900. Das heißt die Hälfte Preis. Ne? Ja, glaube ich. Hast recht. Ich weiß doch, ich habe immer recht. Haben wir den Eimer noch? Müssen wir eigentlich. Ich rede doch dazu eigentlich. Oh ne, ich guck mal gerade. Der sollte standardmäßig da drin stehen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Nein, muss mal also, können wir ganz einfach kaufen. Ja. Kostet, glaube ich, nicht viel. Ne, da ist er. Ups, also. So, dann mache ich nämlich gerade mal 200 Milch rein. Jo. Dass wir die Produktion auch schon mal starten. Haben wir jetzt schon Hühner?
Muss das mal gucken. Ich weiß nicht mehr, ob wir die nach dem Map-Update gekauft hatten. Nöp haben wir nicht. Okay. Sollten wir vielleicht erstmal lassen. Ja. Obwohl, so viel kosten die nicht. Ja, das ist auch wieder wahr. Und dafür bringen die Eier halt viel. Scheiße. Was passiert? Der macht doch keine Big Pack mehr. Why? Der hat immer Big Packs gemacht. Der kippt das jetzt lose ab. Hast du Steuerung I gedrückt? Ja, was denn sonst? Sonst hat er ja nichts abgestellt. Stellt Hänger drunter. Ja. Aber ich war mir sicher, da kommen Big Packs raus. Kommen auch eigentlich da raus. Du hast Steuerung I gedrückt, deswegen. Es kam nichts raus, dann habe ich Steuerung I gedrückt, ja. Aber wäre da was rausgekommen, hätte ich nicht gedrückt. Ach. Mach das mal da weg, dann guck ich mal, ob das mit I geht. Eigentlich geht das. Ja, wo ist denn unsere Schaufel? Das weiß ich nicht. Hm. Dann stelle ich hier kurz den Helfer ein. Beim Helfer ist, beim Laden ist die Schaufel. Was für ein Helfer? Fürs Pflügen, dass das weiter vorangeht. Wie sieht denn Saatgut hier aus? Moment. Moment. Saatgut ist das Orangene. Ja, aber von der Schaufel her. Ist, dass man eine Schaufel kaufen, wo möglichst viel Saatgut reingeht. Guck, hier haben wir noch Steinefutter, was wir verkaufen könnten. Ja. Okay, dann hole ich einfach die normale Schaufel. Jo, ich kann es einfach auf den Hof zurücksetzen. Ja. Natürlich. Von mir liefern lassen. Von Herrn Peter. Wo steht er? Haben wir noch einen anderen Anhänger? Wenn ja, wo steht er? Warte, den kann ich auch nehmen. Mach mal auf. Da passt das ja auch rein. Jo, das passt auch rein. Der ist ja eigentlich genau dafür. Hart nachgeguckt. Hoffen mal, dass da jetzt noch nicht so viel rausgefallen ist. Sieht viel aus. Minimum 3 Schaufeln. Kann man den Anhänger umplatzieren? Das ist nämlich schon ein bisschen zu doof. Rein in die gute Stube.
bin viel zu weit weg. Ich hänge die ganze Zeit im Baum. Ah ja. Gut, das war's. Dann guck mal, ob der irgendwie Big Packs abgestellt. Also mit ihr geht's nicht. Würde höchstens vielleicht einen Anhänger geben, wenn man das. Ja, ich fahre jetzt mit dem mal drunter. So. Dann lagern also wir es drüben ein. Wir haben ja so diverse Tanks am Hof. Tanks? Neben Heulager zum Beispiel. Oder auf der anderen Straßenseite, das sind doch so Universaltanks. Meinst du, welche Plätze man reinmachen kann? Drück mal abladen. Geht es? Ah ja. Ich hab's abladen. Nein, wir haben doch drei so Tank für Schweinefutter. Da, wo der Schweinefutterdinger ist, da hast du noch so einen Tank. Ja, ich weiß. Genau. Ich weiß. Davon haben wir ja noch zwei. Also keine Tanks, so, so eine Art Fächer oder. Wie viel ist bei dir jetzt noch drin? 12.000. Okay, bei mir ist noch 8 drin. Bei mir ist 8 drin. Dann war das richtig gedacht mit den 20.000. Jo. Jetzt muss ich hier, glaube ich, irgendwie. Ein dreckiger Fan. Wie ging denn das jetzt nochmal? Ah ja, jetzt. So, dann ankuppeln. Und dann müssen wir irgendwie überladen. Wie geht das? Hm? Abdeckung schließen, den wir mal. Ach so. Abdeckung schließen. Hä? Der kann nicht abladen. Warum nicht? Sollte eigentlich gehen. Ins. Ich komme aber in das Silo auch gar nicht rein. Ach, das meinst du? Ja. Mein Mist aber auch. Mach mal weg, ja. Warte. Und mal kommt man doch da rein. Oder probier mal das oben beim. Nee, ich probiere das jetzt mal gerade ranfahren. Nee, ist ja wurscht, wenn der Dinger dran ist, ist er dran. Wer weiß. Also auf der Schlauch reißt. Reißt er? Reißt er nicht. Ja. Komisch. Aber naja. Gut, das soll es dann trotzdem erstmal für heute gewesen sein. Wir werden gucken, dass wir die Lösung des Problems finden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Die Gefahr hat seinen Einsatz verpasst. Am besten alles. Und bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao.